Moin, moin und hallo! Hier ist der Yano Karozuno mit Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker. Und es geht weiter. Wir sind jetzt auf dem Piratenschiff und gehen gerade mal unter Deck und haben schon angequatscht. Nicht so forsch, das hier ist Captain Tetras Kajüte, das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da nur alle Jubeljahre mal rein, da ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Da wollte ich aber gar nicht rein. Okay, wir wollen hier runter, denn hier erwartet uns was ganz Lustiges. Und zwar ein kleines Zeit-Hindernis-Überwindungsdinge, damit wir was geschenkt bekommen. Hey Neuer, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Es gibt keinen Obermatrosen. Also, hör auf das, was Nico dir sagt und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen Neuen gehört, kapiert? Also, sieh mir genau zu, wie ich es mache und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Okay, mal gucken, wie er es so macht. Betätige deinen Schalter. Gleich. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drücke nach unten. Drücke den Analogstick nach oben, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Wusste ich schon. Danke. Schalter gedrückt. Die Plattform fahren dann von unten herauf und du musst auf sie raufspringen. Ja, heute an davon springen. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber dies ist ein bisschen weit weg. Was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. An die Laterne, an der Lampe ran. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich in ihm festhalten. Mit Hilfe vom Analogstick nach unten oder oben kannst du schwingen. Wenn du da loslassen drückst, lässt du los. Und dieser Typ quatscht mir zu viele. Na, ja, hast du das kapiert? Dann machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zum Raum da hinten bist. Allerdings bleibt die Plattform nicht ewig oben. Bleiben die Plattformen nicht ewig oben. Tut mir leid, hab mich versprochen. Also musst du dich schon ein wenig beeilen, kapiert? Ah, nicht wirklich. Und er ist natürlich jetzt ganz plötzlich da. So. Bis du es bisher geschafft hast, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich schon rein. Und ich habe gerade keinen Plan, warum um den Akzent, den ich dir gegeben habe. Dieser kleineren Stimme, also Kleinlauten, zu einem italienischen Akzent gewechselt hat. Ist aber egal, also. Legen wir los mit diesem Rätsel. Das ist ein Schatz. Später gibt es davon nochmal eine härtere Form, aber. Das hier ist nichts. Das einzige Problem ist, dass mir öfter mal passiert, ich überspringe. Also, ich fliege fast rüber, wie man sieht. Aber hey, das ist nicht ganz so fuck it. Genau das ist mein Problem. Blablabla. Ja. Ich weiß, wie das alles funktioniert. Ja, aber jetzt ist nochmal ein kleiner Fall zu runterfallen. Können wir die Leiter wieder aufklären? Dann müssen wir alles nochmal von vorne machen. Luft rein. So, wir betätigen nochmal den Downfall. Dann den Schalter für nach oben. Und ja, ich habe eigentlich noch gar nicht erwähnt, warum ich jetzt eigentlich mit The Legend of Zelda Wind Waker angefangen habe. Und zwar war ich und der Chaos Sword kam bei einem Telefonat über das Spiel, also mal wieder ins Gespräch über das Spiel. Da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wie toll das Spiel früher war und so weiter, dass man es gern gespielt hat. Und dann hatte ich richtig Lust drauf bekommen und dachte mir, ach komm, ich wollte es eh irgendwann mal let's playen, also warum nicht jetzt? So, und wir haben es geschafft. Was? Du hast das so schnell geschafft? Punkt. Ich hab dich wohl unterschätzt, aus dir wird vielleicht auch mal so ein großer Matrose wie ich. Gut, da meinte ich. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon nichts, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. So, da geht er gleich zur Seite. Und wir gehen uns jetzt ein Item holen. Da. Die
die Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesem Item gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke Y, Z oder X. Hey Link, wir sind bei der verwunschenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf. So. Wir nehmen uns mal so eine Barrel mit, wenn wir es können. Und da war Geld drin. Yay. Ja, im Nutzen von Barrel ist eigentlich ein Testfass, wer es nicht weiß. Au. Ab. Lol. Gratis Geld für mich. Ja, damit. Okay, danke, danke. Und niemand meckert auf dem Schiff, dass ich das tue. Das finde ich richtig toll. Gut. Noch ein paar Barrels verwerfen. Fässer, wie ihr es nennen wollt. Ich sag gerne Barrels dazu. Und raus hier. Gut. Es ist Nacht. Tetra ist oben auf dem Turm, Aussichtsturm. Hey Link, hier bin ich. Hier oben. Halt. Auch wenn ich selber aus dem Turm gestellt habe, egal. Dum, dum, dadam. Wir klettern und wir klettern und der Mond ist schön gelb. Warum ist der Mond gelb? Er besteht doch nicht aus Käse, oder doch? Okay. Wir verstecken uns mit dem Schiff hinter einem Felsen. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Dum, 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 dum. Da oben links ist der Vogel. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute immer stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Sie zwinkert, sie denkt, sie hat was im Sinne. Und wir sitzen auf einem Katapult in der Barrel. Nein, lass uns raus! Wir wollen das nicht. Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmen eben bringen. So ist das halt. Guckt euch an, wie er rumzappelt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Was glaubt. Also ist alles vorbereitet. Lasst ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. 3, 2, 1. Ich lasse einfach seinen Schrei alles sagen. Und da winken sie. Und da fliegen wir in die Kamera. Und knapp am Fenster vorbei. Und da fliegt unser Schwert weg. Und da fallen wir. Yay! Da sind wir. Mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Verwunschene Bastion. Okay, endlich sind wir hier. Endlich gibt's endlich, keine Ahnung. Wir sehen aus wie ein nasser Hund. Mein Controller vibriert. Das heißt, oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Aha, du schaust aber auch, du Masterwische. Ein Amulett. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren, also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ich habe den Stein in deinen Statusmenü getan, das du findest, wenn du bla. Woher sie weiß, dass es ein Statusmenü gibt und ein Inventar, schon interessant, ne? Also die Spielfiguren sowas wissen. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verlegen wir es nicht. So. Barrel, komm her. So, und jetzt müssen wir auf dieser Insel schön stealth-mäßig uns rumschleichen. Wir dürfen zum Beispiel nicht in diese Lichter geraten.
Also wir können, wenn wir so in so einem Fass uns hinhocken, so ducken, dann dürfen wir, aber sonst nope. Weil dann denkt sie einfach nur, wir sind ein Fass, auch wenn es sehr unlogisch ist, dass sie das glauben. Das war knapp, auch wenn es sehr unlogisch ist, dass sie das glauben, weil wenn das Fass sich auf einmal 2 Meter wegbewegt hat, also wer glaubt noch, dass das ein normales Fass ist? Vielleicht kommt das Licht, ich weiß es. Nicht bewegen. Nichts machen, keine Bewegung. So. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Bitte, 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 bitte. Nicht bewegen. Okay. Raus aus dem Fass und die Tür öffnen. Hätten wir dies erstmal geschafft. Puh. Zum Glück weiß ich, wie das funktioniert. Früher, also als ich das Spiel das erste Mal gespielt hatte als Kind, da bin ich gleich ins Licht reingerannt und bin im Gefängnis gelandet. Kann ich die Dach zerstören? Wir brauchen Geld. Wir brauchen immer Geld. Was Wichtigeres. Wir müssen, glaube ich, gleich in den Ratten kommen. Wir schmeißen mal mit Fass, um zu tun. Fuck daneben. Egal. Okay, dann. Eine Barrel nehmen. Und jetzt kommen die paar schwierigeren Stellen. So, wir schleichen uns jetzt ganz leise an den Wachen vorbei. Nur eine Barrel. Du musst gar nicht dazu gucken, als ob ich irgendwas anderes wäre. Lalalalala. Ich bin nur ein Fass. Ich bin nur ein hübsches kleines Fass. Lalalala. Komm weg hier. Schnell, bevor sie uns finden. Weg damit. Heiligt. Ich brauche eine neue Barrel. Hey, Geschirr! Was geht? Ich überlege gerade, ob es in dem Raum Aufwachen gab. Ich hoffe mal einfach nicht, wann kann ich jetzt das tun? Lalalala. Ah, Flair. Ist das ein Fass zum Werfen oder eins zum Verstecken? Okay, zum Werfen. Ich möchte eins töten. Kommt her. Mist. Hey, glaube ich. Lalalala. Ich glaube nicht. Gut, ich habe Geld. Kaputt. Yay. Gib mir den Rubin. Okay, jetzt kommt wieder eine Stage-Stelle. Ich verspreche mich noch ganz lang. Oh, nicht bewegen. Wir müssen einfach aufhören zu atmen, dann können wir uns nicht finden. Lalalala. Ah, ich traue mich noch nicht. Wir warten noch, bis da eine Runde weiterläuft. Lauf weiter. Ist die Frage, gehen wir hinter ihm lang oder vor ihm? Ah, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn er jetzt umdreht und uns wegschiebt, das wäre auch scheiße. Aber ich glaube, dann können sie uns auch entdecken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das Spiel das letzte Mal vor 4 Jahren gespielt, also das ist schon ein Weilchen her. Oh mein Gott. Er ist mit seinem Kopf in uns drin gerade gewesen. Und los. Warum nicht schon mal gerade? Kann er nicht mit. Ich möchte nicht auffliegen, weil ich weiß, wenn man auffliegt, dann kriegen wir zwar Geld in dem Gefängnis, also ein paar, so ein bisschen Rubin und so, aber wenn wir. Also ohne Schaffen geht es halt schneller hier von der verwunschenen Bastion wieder runterzukommen. Deswegen möchte ich das gerne schaffen, ohne entdeckt zu werden. Okay, ich muss den Part auch gleich schon wieder beenden. Oh, toll. Okay, lauft ruhig sein Runde. Lal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 a. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das verfickte Mausvieh. So. Ah, eine Truhe. Oh, fuck. Den habe ich ganz vergessen. Der macht diesen Laser. Okay. Erstmal. 10 Rubin. Ja, ich möchte das überspringen. Warum kann ich denn manchmal das nicht überspringen? Jetzt klettern wir die Leiter hoch. Langsam aber sicher zum. Oder zum. Oh, geil, Tasse. Kaputt machen. Kaputt. Ich hab gesagt, du sollst kaputt gehen. Warum hört ihr nicht auf mich? Ablegen. Achso, da ist eine Leiter. Okay, nevermind. Jetzt ist die Frage, da lang oder da lang? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was besser war. Ich möchte die Karte mir angucken. Achso, wir haben noch gar nicht den Rest erkundet, dadurch können wir das gar nicht tun, so wie ich das möchte.
Ich glaube, wir müssen rüber zur anderen Tür. Das war der bessere Weg. Okay, oh, und dann jetzt! Gut, dass wir es auf dem Schiff gelernt haben, wie das funktioniert, weil sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen. So. Und raus hier. Diese Tür sah schon mehr nach Zelda aus. Also Zelda-mäßige Türen. So, jetzt. Ach, hier sind wir. Okay. Genau, und jetzt können wir uns die Gegend zeigen. Ah, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen ins Ding. Nein, ich möchte mit dir nicht quatschen. Von hier aus sind wir noch so weit entfernt. Okay. Dann haben wir den richtigen Weg genommen. Wir gehen jetzt hier durch. Und versuchen die Tür nach links hochzufinden bei dem Treppending. Da ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt kommen. Wir kommen jetzt in einen Raum, wo vorne eine Treppe ist und zwei Wachen. Ja, genau, dieser Raum. Okay, das hatte ich noch in Erinnerung. Wir müssen sofort zu der Tür, um entdeckt zu werden. Dann haben wir schon die Hälfte des Weges hinter uns. Aber, und da kommt gerade so ein Lag auch wieder. Ich hoffe, ihr habt das jetzt noch gehört. Ich sag's ja nochmal, hier kam gerade so ein Lag. Wir gehen mal in das Fass hier schnell. So, und als Mr. Fass würde ich jetzt sagen, beende ich hier den Part, weil 16 Minuten und 25 Sekunden jetzt schon sind und ich möchte ja nicht Überlänge oder so haben, weil sonst dauert das mit dem Rendern viel zu lang, mit dem Hochladen. Okay, deswegen sage ich, ich bin Yano Karutsuno. Wir sehen uns jetzt im nächsten Part mit The Legend of Zelda Wind Waker in der Bastion als Fass wieder und versuchen uns den Weg hoch zu unserer Schwester Ariel durchzuschleichen. Also, bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.